Shata Shishima, das Divine Geshila Vaitanana Vinda, Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jaya, Jaya Vishnu Pad Paramahamsa Parivacha Kachaya, Ashtotaha Shata Shishima, das Divine Geshila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada Ki Jaya, Nantakuti Vaishnava Vrinda Ki Jaya, Nama Acharya Shirahari Rastaku Ki Jaya, Vremsako Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadara Shivasari Gora Bhakta Vrinda Ki Jaya, Shri Shri Rara Krishna Gopa Gopinath Syama Kunda Rara Kunda Giri Govardhan Ki Jaya, Shri Vrindavan Dham Ki Jaya, Shri Mayapudam Ki Jaya, Shri Jagannath Puridam Ki Jaya, Ganga Mai Ki Jaya, Yamuna Mai Ki Jaya, Bhakti Devi Ki Jaya, Tulasi Maharani Ki Jaya, Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jaya, Alle Ehre sei den versammelten Gottgeweihten, alle Ehre sei den versammelten Gottgeweihten, alle Ehre sei den versammelten Gottgeweihten, alle Ehre sei Shri Shri Guru Gaurava, alle Ehre sei Shri Namom Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prajarine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatyada Shatatine. Wir lesen aus dem Transcendental Diary auf Deutsch. Verstehen alle Deutsch oder gibt es eine Übersetzung? Alle Wer versteht kein Deutsch? Dann versteht ihr meine Frage nicht. Alles gut. So, Ausgabe 1, Volume 1. Und wir sind in Nellore, Andhra Pradesh. Ah, ich weiß schon, welche Geschichte jetzt kommt. 3. Januar 1976, The Chicken Farm. Ja, das ist ein Ashram von einem berühmten, Guru in Indien. Und da waren die Bodhis zu Besuch. So, wir sind in der Mitte von einem Na, Prabhupada behandelt seine Post hier. Und zwar ein Brief über Sanketan in Amerika von Rameshwaran. Und Prabhupada antwortet auf diesen Brief. Gerade mittendrin. He also added a note of approval and precaution on the new Bhagavatam printing. The new 6th canto Bhagavatams are very nice. Yes, actually they are worshipable deities. 6th canto, worshipable deity. Deities. Dieser auf Deutsch ist der vollständige Canto in einem Buch, aber manchmal ist es in mehreren Ausgaben gedruckt, 1., 2., 3. Teil und so weiter. Be careful that our books do not appear like Bible printing. Sometimes the Christians also put gold gilding in their books. Die goldene Umrahmung hier. But people are adverse to purchasing Bibles. Neither our books should be given free. There must be some remuneration. Otherwise, it will be like Bible selling. Unlike most authors, Srila Prabhupada's enthusiasm about the tremendous increase in sales of his books does not derive from a personal pride or hope for any increase in his own sense gratification from income.
They are Krishna's books, and he is Krishna's servant. Therefore, the prophets are also Krishna's. An increase in book distribution means greater numbers of people potentially attracted to Krishna consciousness. However, despite the liberality of his mood in contacting as many persons as possible through wide distribution, he wants his books to be properly appreciated, and he knows that something easily obtained is also easily given up. So, und jetzt geht es um andere Briefe. Irgendwelche Fragen oder Kommentare? Können wir vielleicht ergänzen auf Deutsch? Auf Deutsch. Ah, wir machen jetzt weiter auf Deutsch. Ich muss auf Englisch lesen, weil der Text Englisch ist. Soll ich das übersetzen, was hier war? Wenn du machst. Ja, okay. Also, es geht um einen Brief, den Prabhupada empfangen hat von Rameshwara, Swami damals. Der war für BBT verantwortlich, global und in Amerika, Los Angeles und auch insgesamt. Und er schrieb einen Report über die unglaublichen Book Sales, den Buchverkauf in Amerika, neue Rekorde. Und Prabhupada antwortet auf diesen Brief. Natürlich, das waren Prabhupadas Lieblingsbriefe oder unter den Lieblingsbriefen, weil das hatte natürlich so stark mit seiner Mission zu tun, die Welt glücklich zu machen, dadurch, dass die Menschen Krishna-Bewusstsein kennenlernen können. Und ja, eines seiner Haupttaktiken war halt die Buchverteilung. Er hat diese Bücher übersetzt, die uns alle zur Verfügung stehen. Außer diesen Büchern wäre keiner von uns Krishna bewusst, zu dem Grade, in dem wir Krishna bewusst sind, wage ich zu sagen, so ein Potenzial da drin. Er hat diese Bücher nicht nur übersetzt, sondern ist dann in den Westen gekommen, um sicherzustellen, dass es Leute gibt, die Bücher auch verstehen, die wissen, wie man das umsetzt, was in den Büchern ist, eine ganze Bewegung geschaffen, die sich darum kümmern, dass auch andere Zugang haben zu dieser Literatur und das verstehen, so eine ganze Bewegung geschaffen. Ja, jedenfalls, Prabhupada antwortet also enthusiastisch auf diesen Brief und er sagt dir sogar, dass die Bücher sind wie Detis. Die sind, ist kein normales Buch, sind keine normalen Bücher. Und das ist etwas, was selbst ein Nicht-Devotee unter Umständen spüren kann. Ich weiß noch, als Nicht-Devotee, als ich mein erstes Buch bekommen habe, das war der erste Teil vom Krishna-Buch, ich hatte das Buch dann zu Hause und ich wusste, das ist kein normales Buch. So wie das schon aussah. Und dann bin ich da drin gelesen, ich habe nicht viel verstanden. Ich habe vielleicht ein, zwei, drei Kapitel gelesen und dann erstmal aufgehört, weil ich das nicht absorbieren konnte, teilweise. Aber so, es war mir nicht zugänglich, sehr weit entfernt von meinem Stadium vom Bewusstsein. Aber mehrere Sachen. Erstens hat das Buch mein Leben verändert. Obwohl ich nicht so viel darin gelesen habe, aber ich kann im Nachhinein verstehen, alles hat sich verändert seit der Zeit. Und eine Sache, die da dann passiert ist, ich war sehr unordentlich zu der Zeit. Ich war hier, wohnte hier in einem kleinen Apartment hier in der Nähe, Studentenheim, 13 Quadratmeter. Und das Zimmer war sehr unordentlich. So war ich schon immer damals. Und dann habe ich angefangen, mich für spirituelle Praktiken zu interessieren, für vegetarisches Essen zu interessieren. Dann habe ich sogar mit Yoga angefangen. Und irgendwie wurde das Ganze so reinigend auf mein Bewusstsein, dass ich die Unordnung in meinem Zimmer nicht mehr ertragen konnte. Und dann angefangen habe, mein
Zimmer aufzuräumen, neu zu streichen, hat ein paar Monate gedauert. Alles war, ich war am Studieren, Ingenieurstudium, sehr anstrengend. So. Ich musste viel studieren, aber nebenbei habe ich immer mehr sauber gemacht, aufgeräumt. Und ich habe alle möglichen Sachen weggeschmissen, die ich nicht brauchte. 13 Quadratmeter, passt nicht viel rein. Es war vollgepackt mit Sachen, die ich mein ganzes Leben hatte. Fotoalben, viele Bücher. Ich glaube, 80 Bücher oder so hatte ich. Klar, da war das Krishna-Buch, alles andere waren andere Bücher, hauptsächlich über Autos und Autorennen. Das war meine Welt damals. Und ich habe Fahrzeugtechnik studiert. Also ich war in dieser Sache. Und ich habe nicht nur aufgeräumt, ich habe dann angefangen, Sachen wegzuschmeißen. Wo ich da erst, das gucke ich mir sowieso nicht mehr an. Außerdem hat sich mein Bewusstsein so verändert, dass ich andere Werte hatte im Leben. Und dann habe ich angefangen, Sachen wegzuschmeißen. Dann habe ich angefangen, meine Bücher wegzugeben an Freunde. Und irgendwann hatte ich kaum noch Bücher. Vielleicht 5 oder 6 Bücher waren übrig geblieben. Meine ganzen Rennbücher, das war eine exklusive Sammlung. Alles verschenkt. Alle anderen Bücher verschenkt. Viele andere Sachen auch weggeschmissen, meine Fotoalben weggeschmissen. Ist ein bisschen radikal, aber ja. Gerade hat sich mein Leben umgekrempelt. Aber dieses Buch, das Krishna-Buch, obwohl ich es damals nicht weiter gelesen habe, und ich wusste nicht, ob ich noch jemals darin lesen will, das war im Schrank, das war mir klar, das war ein besonderes Buch. So, diese Bücher sind ganz besondere Bücher und deswegen sind sie auch so schön gemacht mit den goldenen Druck ringsherum, dann haben sie noch ein Cover. Es gibt Bilder da drin, ist auch nicht unbedingt normal für ein Buch. Die Verse sind genau erklärt. Erstmal ist der originale Vers nicht nur in Sanskrit, sondern in Devanagari, die eigentliche Schrift. Dann ist das der gleiche Sanskrit-Vers, aber mit lateinischen Buchstaben, sodass wir das nachlesen können, wie wir das tun, wenn wir einen Vers zusammen chanten. Dann gibt es eine Übersetzung Wort für Wort. Jedes Wort wird genau untersucht und übersetzt in der jeweiligen Sprache. Dann die Übersetzung als Ganzes, was das insgesamt bedeutet. Und dann eine Erläuterung. Manchmal eine kurze Erläuterung, manchmal 10 Seiten Erläuterung, dass wir auch verstehen, was da drin steckt. Und das sind sehr alte Schriften, die von ganz besonderen Menschen oder teilweise höheren Wesen, Srila Vyasadeva, verfasst worden sind. Über ein ganz besonderes Thema oder über ganz besondere Themen, die jenseits der Sichtbarkeit, der Erfassung unserer Sinne und unseres materiellen Geistes liegen. Das ist eine ganz andere Welt. So, das sind andere, das sind Bücher auf einer anderen Ebene. So, und hier sagt Prabhupada, überraschenderweise, vielleicht der überraschendste Aspekt von dem, was ich gelesen habe, Prabhupada wollte nicht, ich lese das nochmal genau auf Englisch, dann sage ich dir, was es auf Deutsch ist. They are worshipable deities, sie sind verehrungsvolle Bildgestalten, das hat auch manchmal Sankirtan Devotees gesagt, die wollten Bildgestalt mit in ihren Sankirtan werden. Und Prabhupada hat gesagt, nee, die Bücher sind eure Deities. Ihr könnt sie verehren wie Deities. So, seid vorsichtig bei der Buchverteilung das und bei der Herstellung der Bücher, dass sie nicht aussehen wie eine Bibel. Eine Bibel ist auch ein spirituelles Buch, ein wichtiges Buch, ein hochverehrtes Buch, aber Prabhupada wollte nicht, dass das Bhagavatam oder seine anderen Bücher in einige Kategorie mit der Bibel kommen. Und ja, weil die Bibel hat auch manchmal in verschiedenen Ausgaben auch diese goldene Schrift und goldene Umrandung. Und Prabhupada wollte nicht, dass die Leute unsere Bücher mit der Bibel gleichsetzen, eine Kategorie setzen. Finde ich interessant.
Ja? Warum? Sagt er nicht hier. Er sagt nur eine Sache zusätzlich noch, und auch sollten diese Bücher nie freigegeben werden. Es ist relativ üblich, dass eine Bibel freigegeben wird, ne, umsonst, einfach um ja, den Leuten ein Geschenk zu geben, über die Wissenschaft von Gott, einen Zugang zu Gott zu geben. So die Idee da ist, das sollte frei zugänglich sein. Aber Prabhupada wollte, dass die Menschen für die Bücher etwas geben. Und zwar war seine Argumentation eigentlich zwei Punkte. Erstens ist irgendwie natürlich zu, ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort ist, zu reziprokieren. Reziprozieren, wie sagt man dazu, reciprocate. Dass ein Austausch da ist. Du kriegst etwas geschenkt und du hast eine Wertschätzung und gibst etwas von dir auch. Das ist vedische Kultur. Ne? Zum Beispiel, du hast einen Lehrer. In der ursprünglichen vedischen Kultur haben die Lehrer ihr Wissen, alles was sie wussten. Sie haben nichts für sich behalten. Das war nicht für sie, das wussten sie. Brahmanas. Lehrer konnten nur Brahmanas sein. Das ist eine sehr hohe Ebene von Bewusstsein, wo nicht völlige Freiheit vom falschen Ego da ist, aber in größerem Stil. So, sie wussten das Wissen, was sie bekommen haben aus den Schriften von anderen. Das ist jetzt nicht nur für sie bestimmt. Ne? Normalerweise denken wir in der Kultur, in der wir groß geworden sind, es gibt ja auf Deutsch diesen Spruch, Wissen ist Macht. Kennt ihr das? Ha? Nichts wissen macht auch nichts. Ja, das ist dann noch eine noch dümmere Erweiterung davon. Ja, aber Wissen ist Macht und das stimmt. Ohne Wissen, was kannst du ausrichten? Ja, ohne Wissen. Du bist ein Dummkopf, du weißt nichts. Du kannst dich nicht mal selbst erhalten. Du kannst nicht mal. Du brauchst Wissen und je mehr Wissen du hast, desto besser kommst du zurecht in der Welt. Desto angesehener bist und desto mehr Vorteil hast du. So, deswegen wollen die Leute, gibt Austausch von Wissen, aber manches Wissen, das hält man zurück, das behält man für sich, das sagt man keinem oder nur bestimmten Leuten. Oder du hast etwas erfunden, ja, dann hast du ein Patent da drauf. Du machst ein Patent da drauf, dass keiner das kopiert. Und wenn das jemand kopieren will, muss er dich fragen und was bezahlen dafür. Und Copyright und alles, westliche Kultur ist so. So, in der vedischen Kultur kein Copyright, kein Patent, sondern das Wissen, die Brahmanas wussten, das Wissen, was ich hier bekommen habe, ist nicht mein Wissen. Das kommt ja nicht von mir, ich habe es von irgendwoher bekommen. Meine Aufgabe ist nur, dies weiter zu vermitteln, auf angemessene Art und Weise. So zu vermitteln, dass die Leute es verstehen, denen ich das Wissen gebe. Und ihnen den Teil des Wissens zu geben, der für sie relevant ist und verständlich. Weil nicht alles Wissen ist für alle Klassen von Menschen, Kategorien von Menschen verständlich. Nicht alles ist auch nützlich. So, man kann leicht überfordert sein oder du hast eine begrenzte Möglichkeit, Auffassungsgabe und auch eine begrenzte, wie soll ich sagen, ein Speicher der Erinnerung ist auch. So, alles Wissen, was hier auf diesem Planeten verfügbar ist, wenn du das alles bekommen würdest, in einem kleinen Pendrive, so vielleicht dein Computer kann, vielleicht einen größeren Teil, aber dein Gehirn, was kannst du dir merken und was kannst du auch brauchen? So, ein Brahmana versteht das, welches Wissen relevant ist und er versteht es zu vermitteln. Aber grundsätzlich ist er bereit, alles Wissen zu geben, was er selber hat. Und er wird auch nie behaupten, Wissen zu haben, was er nicht hat, was nicht aus autorisierter Quelle kommt. Wenn du ihn fragst, irgendetwas fragt, was er nicht weiß, dann sagt er, Entschuldigung, das weiß ich nicht. Nicht zu versuchen, ja, ich habe eine hohe Stellung, das muss ich jetzt irgendwie erklären. Und, oder so. Sondern, ja, er ist jederzeit offen und freizügig. Warum habe ich jetzt diesen ganzen Punkt erklärt mit den Brahmana und dem Wissen? Ah ja, Wissen ist Macht. So, Wissen muss frei
gegeben werden. Aber, und das ist die Pflicht eines Brahmanas, eines Lehrers, im Grunde immer. Wir sagen vielleicht, okay, das war die vedische Kultur, jetzt sind andere Zeiten. Ja, aber die vedische Kultur ist immer die Kultur. Alles andere, was wir sonst Kultur nennen, ist im Grunde keine Kultur. Subkultur. Ja. Menschliche Gesellschaft muss auf vedischen Prinzipien aufgebaut sein, sonst geht es mehr in Richtung tierische Gesellschaft. Das ist das, was wir heute sehen. Menschen sind sehr gebildet, viel akademisches Wissen, aber ihr Benehmen ist immer noch irgendwie auf der Ebene von Tieren. Das hört sich radikal an, aber wenn man das mal genau studiert, was wirklich menschliche Kultur ist, nämlich vedische Kultur, dann kann man den klaren Unterschied sehen. So ein Brahmana, ein Lehrer, gibt sein Wissen frei. Aber es ist die Aufgabe desjenigen, der das Wissen bekommt, erhält. Nicht zu sagen, oh, danke, tschüss, sondern zu reziprokieren. Das ist kein deutsches Wort. Etwas im Austausch dafür zu geben. Was auch immer. Ein Dienst, Geschenke oder was auch immer. Und zwar im gleichen Maße, wie der Wert des Wissens, das du empfangen hast, zusammen mit den Möglichkeiten, die du hast. Aber man muss etwas geben. So ein Brahmana wird nie etwas verlangen, aber wenn du ihm nichts zurückgibst, dann bist du in seiner Schuld. Da fehlt was. Das ist karmisch gesehen allein, ist eine Schuld da. So, in der vedischen Kultur haben die Menschen das verstanden. Und Brahmanas, die nichts genommen haben für ihre Arbeit, konnten trotzdem überleben, weil die Leute das Prinzip verstanden und denen alles gegeben haben, was sie zum Leben brauchten. Das ist eine menschliche Gesellschaft. Auf dieser Ebene kann ein Brahmana so funktionieren, wie er am besten funktionieren kann für die menschliche Gesellschaft. So, das Wissen wird frei gegeben, aber von Seite dessen, der es empfangen hat, sollte auch was zurückkommen. So, da Prabhupada natürlich verstanden hat, wie die heutige Gesellschaft ist, hat er gesagt, okay, wir geben diese Bücher, aber erstmal kostet das natürlich etwas, die Bücher zu drucken, herzustellen, zu produzieren und dann auch zu verteilen. Da müssen die Menschen etwas für geben und auch ein bisschen mehr für dem, was da drin steckt. Das ist gut für denjenigen, der das Buch nimmt, dass er etwas gibt, eine Spende. Oder wenn du es im Buchshop kaufst, im Geschäft, ist ein fester Preis da. Die Votis, die es auf der Straße verteilen, nehmen meist eine Spende dafür. Es ist offen, was du geben kannst. Ne? Das kann 100 Euro sein für so ein Buch oder 200 Euro oder 1 Euro. Ich habe damals für mein Krishna-Buch 5 Mark 60 oder so bezahlt. Das war alles, was ich in der Tasche hatte. Ich habe der Buchverteilerin gesagt, ich habe nicht genügend Geld, um ein Buch zu kaufen. Und sie hat gesagt, doch, guck mal nach. Und dann habe ich, guck mal, 5 Mark 60. Sie ist, das reicht nicht, um ein Buch zu kaufen. Doch, das kannst du haben. Das war alles, was ich dabei hatte. So, ich habe das Buch trotzdem bekommen. Ja, Prabhupads Prinzip war, dass die Leute eine Wertschätzung dafür hatten. Und dann, wenn du etwas gegeben hast für das Buch und das mit nach Hause nimmst, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du dir anguckst, was da drin steht. Psychologisches Prinzip. Heute gibt es, die Leute machen viele Online-Kurse, heutzutage alle möglichen Kurse, um dies und das zu lernen. Und da gibt es Kurse, die kosten Tausende von Euros. Und die Leute, die so richtig gutes Marketing machen, die was von dem Fach verstehen, wo der Kurs gut ist, aber die auch gutes Marketing machen, die verkaufen Kurse von Tausenden, vor allem wenn das so Business-Kurse sind und so, wo man
wenn man das Wissen hat, tatsächlich auch einen Vorteil hat, den man in Geld, wo man später zumindest denkt, dass man damit Geld verdienen kann, ist man bereit, viel zu zahlen. Und die verkaufen diese tausende Euro Kurse an zigtausende von Menschen. Das ist so eine Branche, wo viel Geld mit verdient wird. Jedenfalls ist die Frage, ob diese Kurse denn so viel Geld wert sind. Aber es ist eine psychologische Strategie auch dahinter. Weil wenn du einen Business-Kurs verkaufst, wo du sagst, wenn du den machst, dann wirst du reich. Und du nimmst 10 Euro dafür, dann glaubt dir das keiner. So, da muss ein anständiger Preis drauf. Wenn du sagst, so, dieser Business, da wirst du reich mit, aber du musst dafür 5.000 Euro bezahlen. Naja, 5.000 Euro, wenn ich dafür reich werde, das mache ich. So, es ist psychologisch mit einer Wertschätzung verbunden. Wenn du etwas für das Buch gegeben hast, was du auf der Straße, du wolltest eigentlich gar kein Buch kaufen. Du warst in der Straße, um spazieren zu gehen oder um in irgendeinem Laden irgendwas zu kaufen oder weil einen Freund zu besuchen oder was auch immer. Und dann gehst du mit ein paar Büchern in der Tasche nach Hause. So. Das war eigentlich gar nicht deine Absicht. Ja, aber das war Prabhupads Strategie. Für Prabhupada sind diese Bücher noch auf einer anderen Ebene als die Bibel und andere religiöse Bücher. Möchtest du was sagen? Ich? Ja. Nee. Möchte irgendjemand was sagen dazu? Ja. Also du hast gesagt, wegen dem Austausch. Ja. Wie kann man jetzt quasi, wenn man eine niedrigere Stellung hat, einen Brahmana wertschätzen? Also wenn man quasi als Javana, man hat noch nicht so das Bewusstsein und nicht die Wertschätzung ja. für einen Brahmana, aber wie kann man ihn dennoch wertschätzen? Ja, Javana ist schwierig. Shudra geht noch, aber Javana ist schwierig. Es ist im Grunde alles eine Frage von Education, von Bildung. Bildung, da sind wir wieder bei Wissen. Das ist die Grundlage der menschlichen Gesellschaft, ist Bildung, Wissen. So, deswegen, man kann es den Leuten heutzutage nicht verdenken, dass sie so ein schlechtes Benehmen haben, dass sie kein höheres Wissen haben, dass sie das Ziel des Lebens nicht kennen, weil es ihnen ist nicht die Bildung zuteil worden, die sie brauchen dazu. So, wenn man sieht, wie die Jugend heutzutage, wie sie handeln, was ihre Ziele sind im Leben, wie haltlos sie sind, wie, ja, klar, es ist immer auch, jede Seele hat ihre Freiheit und sie bringt Karma mit und das alles. Aber es ist auch die Schuld der Verantwortlichen im Staat. Ein Staat muss dafür sorgen, eine Regierung muss dafür sorgen, dass die Menschen nicht nur was zu essen haben, nicht nur eine Unterkunft haben, nicht nur irgendwie eine Beschäftigung haben, wo sie was tun können und Geld verdienen. Das Wichtigste ist, dass sie eine höhere Bildung haben. Wenn die Bildung vernachlässigt wird, dann geht es den Menschen schlecht. Bildung ist das Allerwichtigste, deswegen sind Brahmanas so wichtig, weil sie für die Bildung verantwortlich sind, weil sie für Wissen verantwortlich sind. Nicht nur für alle Kategorien von materiellem Wissen, sondern auch vor allen Dingen für höheres Wissen, für spirituelles Wissen. Wenn du nicht weißt, wenn die Menschen nicht wissen, was das Ziel des Lebens ist, wenn die Menschen nicht wissen, wer sie in Wirklichkeit sind, dass sie eine ewige Seele sind, dann ist dieses menschliche Leben weggeschmissen. Das ist für nichts, für die Katz, wie wir sagen, auf Deutsch. Das ist wie tierisches Leben, ist kein Unterschied. Tiere können keinen spirituellen Fortschritt machen, normalerweise nicht. Nicht durch ihr eigenes Zutun. Sie können nicht verstehen, wer sie selbst sind, dass sie ewig sind. Sie sind
in ihrem Körper drin und voll davon eingenommen. Wenn der Mensch in der gleichen Situation ist, wenn du als Mensch in deinem Körper bist und völlig von dem Körper und was im Geist vor sich geht, eingenommen bist, kein höheres, kein spirituelles Wissen hast, keinen Zugang dazu hast, das ist wie tierisches Leben. So, die Regierung hat die Verantwortung dafür, das ist die Verantwortung von Kshatriyas wiederum. Die Brahmanas geben die Bildung, aber die Kshatriyas sind dafür verantwortlich, dass der Staat so organisiert wird, dass alle Klassen von Menschen den Zugang haben. Alle vier Kategorien von Menschen den Zugang haben. Sonst, was sollst du machen? Als Mensch mit niederem Bewusstsein, wie kannst du dein Bewusstsein erheben, wenn dir keiner hilft? Schwierig. Ja, durch gutes Karma, durch die Barmherzigkeit der Devotees mag es manchmal geschehen, aber die große Masse der Menschen zum jetzigen Zeitpunkt hat keinen Zugang zu spirituellem Wissen. Zumindest nicht zu erstklassigen spirituellen Wissen. Zu diesem spirituellen Wissen. Das durchschlagend ist. Ja, also das war im Wesentlichen, was Prabhupada hier dazu sagte. So, dann machen wir jetzt weiter mit dem sechsten Kanto, den Prabhupada hier gerade so wertschätzte. Und ja, wir haben den sechsten Kanto hier in deutscher Sprache. Welcher Vers ist dran? 21. Erstes Kapitel? 6.1. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Lesen aus dem Srimad Bhagavatam. Kanto 6, Kapitel 1, die Geschichte vom Leben des Ajamila. Vers Nummer 21. Kanyakupche Dvija Kaschit Dashi Patir Ajamila Namna Nashta Sadacharo Dasya Samsarga Dushita. Kanja kopche dvija kaschit Dashi patir ajamila Namna nashta sadacharo Dasya samsarga dushita Kanja kopche dvija kaschit Dashi patir ajamila Namna nashta sadacharo Dasya samsarga dushita. Ja? Namah Shivaya.
Kanyakupche. In der Stadt Kanyakupcha. In Klammern, weiß nicht, wie man das ausspricht, Kanautsch. Kanautsch, das ist wie die Stadt heute heißt. Wenn du auf der Landkarte guckst, siehst du nicht Kanyakupcha, sondern Kanautsch. Eine Stadt in der Nähe von Kanpur. Ja, ist in Nordindien. Dvija. Stand ja ein bisschen komisch. Okay, das Wort ist Dvija und die Übersetzung ist Brahmana. Weil das hier mit Bindestrich steht, dachte ich, das ist Dvija Brahmana. Ne? Dvija ist ein Brahmana. Dvija bedeutet, Dvi ist zwei, zweimal geboren. Ka steht irgendeine. Dasipati, der Ehemann einer niederen Frau oder einer Prostituierten. Das ist ein Dasipati. Ajamila. Ajamila. Namna. Mit Namen. Nashtasadachara. Der alle brahminischen Eigenschaften verloren hatte. Dasya. Der Prostituierten oder Dienerin. Samsagadushita, verunreinigt durch die Gemeinschaft. Übersetzung: In der Stadt Kanyakupcha lebte ein Brahmana namens Ajamila, der eine Prostituierte und Dienerin heiratete und all seine brahminischen Eigenschaften verlor, weil er mit dieser Frau von niederer Gesinnung Gemeinschaft hatte. Erläuterung. Der Nachteil unzulässiger Verhältnisse mit Frauen besteht darin, dass man dadurch alle brahminischen Eigenschaften verliert. Brahminische Eigenschaften bedeutet Eigenschaften in der Erscheinungsweise der Tugend. So, durch bestimmte Gemeinschaft geht die Tugend verloren. Man ist kein Brahmana mehr, man verliert seine brahminischen Eigenschaften. In Indien gibt es heute noch eine Klasse von Dienern, die man Shudras nennt und deren Frauen Dienerinnen sind, die man Shudranis, die als Shudranis bezeichnet werden. Manchmal stellen Männer, die sehr lustvoll sind, Beziehungen zu solchen Dienerinnen und Putzfrauen her, weil sie in den höheren Rängen der Gesellschaft nicht ihrem Hang zur Schürzenjägerei, uraltes deutsches Wort, nachgehen können. Da dies durch die gesellschaftlichen Sitten streng verboten ist. Ajamil, ein vorzüglicher junger Brahmana, büßte wegen seines Verhältnisses mit einer Prostituierten all seine brahminischen Eigenschaften ein. Doch wurde er am Ende gerettet, weil er den Vorgang des Bhakti-Yoga begonnen hatte. Deshalb erwähnte Shukadev Goswami im vorhergehenden Vers, den Menschen, der sich nur einmal den Lotusfüßen des Herrn ergeben hat, Manaha Krishna Padaravindaya, und gerade den Bhakti-Yoga-Vorgang begonnen hat. Bhakti-Yoga beginnt mit Shravanam Kirtanam Vishnu, mit dem Hören und Chanten der Namen Sri Vishnus, wie dem Maha-Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Das Chanten ist der Anfang des Bhakti-Yoga. Daher erklärt Sri Chaitanya Mahaprabhu, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Vakevalam,
Kalanasteva nasteva nasteva gatyanyata. Im gegenwärtigen Zeitalter des Zankes und der Heuchelei ist das einzige Mittel zur Befreiung das Chanten der heiligen Namen des Herrn. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Der Vorgang, den heiligen Namen des Herrn zu chanten, ist immer überaus wirksam. Doch besonders wirksam ist er im gegenwärtigen Zeitalter des Kali. Seine praktische Wirksamkeit wird nun von Shukadev Goswami anhand der Geschichte Ajamils erklärt, welcher einfach durch das Chanten des heiligen Namens Narayan aus den Händen der Yamadutas befreit wurde. Parikshit Maharajs ursprüngliche Frage lautete, wie man davor gerettet werden könne, in die Hölle oder in die Hände der Yamadutas zu fallen. Als Antwort führte Shukadev Goswami dieses alte geschichtliche Beispiel an, um Parikshit Maharaj von der Macht des Bhakti-Yoga zu überzeugen, der damit beginnt, dass man einfach den Namen des Herrn chantet. Alle größeren Autoritäten des Bhakti-Yoga empfehlen den hingebungsvollen Vorgang, der mit dem Chanten von Krishnas heiligen Namen beginnt. Tan Nama Grahanadibi. Om Jnana Timurandasya Gyananjana Shalakaya Chakshu Militam Yena Tasma Shri Gurave Namaha Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Und noch größere Kraft hat das Chanten der heiligen Namen, wenn man es zusammen mit anderen macht. Und deswegen treffen wir uns immer hier an anderen Orten, um diesen Vorgang des Bhakti-Yoga zusammen zu praktizieren, der so eine Macht hat, besonders in Kali-Yoga. Und aus diesem Grunde erzählte Shukadev Goswami diese Geschichte von dem Brahmana Ajamil, der aus Kanyakupcha kam, dem heutigen Kanauj, und der anfänglich in seinem Leben als Brahmana angefangen hat mit Hören und Chanten, schreibe dann Kirtan, den Bhakti-Yoga-Vorgang aufgenommen hat, aber dann vom rechten Wege abkam. Und sein ganzes Leben sündhaft gehandelt hat, andere betrogen hat, bestohlen hat, sehr schlecht behandelt hat, verprügelt hat, sehr schlechtes Benehmen. Nicht wie ein Brahmana, nicht wie ein Gentleman, noch nicht mal wie ein Kshatriya Vaishya Shudra, der alle seine Qualitäten verloren hat. Und wie die Gesetze des Universums halt sind, jede Handlung auf Sanskrit ist Karma. Jedes Karma, jede Handlung hat eine Reaktion, was auch Karma genannt wird. Das ist verbunden. Das, was immer du tust, mit einer Ausnahme, aber was auch immer du normalerweise tust, aus eigenem Antrieb, für dich selbst, aus falschem Ego, aus materiellem Verständnis, dafür bist du verantwortlich. Als Mensch, als Tier nicht. Deswegen ist ein großes Problem, als Mensch geboren zu sein und wie ein Tier zu leben. Weil du bist verantwortlich für den ganzen Schrott, den du machst. Du kriegst alles zurück, mehrfach. Besser ein Tier sein, das hat kein Karma. Weil ein Tier bekommt kein Karma, weil es keine Möglichkeit hat, Wissen zu entwickeln. Es muss einfach nach seinen Trieben folgen, wie die materielle Natur es diktiert. So, der Mensch ist auch von Trieben gefangen, gepusht. Das wissen wir alle, selbst wenn wir höheres Wissen haben, unterliegen wir immer noch unseren Trieben. Arjuna fragt am Anfang der Bhagavad Gita, wie ist es möglich, dass selbst ein Mensch in höherem Wissen oft sündhaft handelt, gegen seinen Willen. Wie ist das möglich? Und Krishna sagt auch, dass selbst ein Mensch in höherem Wissen sehr leicht herunterfallen kann. Das heißt, er weiß, eine Sache ist nicht gut,
ist nicht gut für mich, ist nicht gut für die Gesellschaft. Ich sollte es nicht machen, aber ich kann nicht anders, ich muss es machen, getrieben. So, wie kommt das? Und Krishna sagt, wenn jemand in höherem Wissen, wenn jemand nicht nur in höherem Wissen gefestigt ist, sondern auch einen höheren Geschmack hat, dann wird er im Bewusstsein gefestigt. So, Atamil hatte höheres Wissen, aber durch schlechte Gemeinschaft schlechte Gemeinschaft bedeutet niedere Erscheinungsweisen. Es gibt die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur: Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit. Tugend ist die Erscheinungsweise, die nützlich ist für den Menschen, wo das menschliche Leben wirklich beginnt. Zumindest ein kleines Maß an Tugend. Was zu sprechen vom Brahmana, der überwiegend von der Eigenschaft, von der Erscheinungsweise der Tugend beeinflusst sein sollte. Unter den Eigenschaften der Tugend handeln sollte. So, durch die niederen Eigenschaften wird man allmählich zu einem Tier. Das Bewusstsein sinkt ab, man weiß gar nicht, was man tut. Man hat nicht mal das Gefühl, dass man irgendwas falsch macht. Man ist alles okay. Sie wissen nicht, was sie tun. Ja, super. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja. Große Heilige verstehen das, dass die Masse der Menschen in Unwissenheit ist und dass sie nicht wissen, was sie tun. Und sie wollen ihnen helfen. Sie sind nicht böse auf die anderen, die ihnen selbst Schlechtes tun, weil sie verstehen, sie sind einfach in Unwissenheit gefangen. So, im heutigen Zeitalter, im Kali-Yoga, sind praktisch alle Menschen in völliger Unwissenheit vertieft. Leidenschaft ist auch noch irgendwie da, aber das meiste ist Unwissenheit. Ne? Zum Beispiel in unserer Kultur hier, Deutschland und Russland. Und wo kommt ihr noch her, aus einem anderen Land? Jemand? Belarus, Weißrussland auf Deutsch. Ja. So, die Kultur ist trinken. Ja, nicht Wasser. Wasser wäre gut. Ne? Ach, Wasser, wir trinken kein Wasser. Egal, Hauptsache sieht so aus. Ja, wir. So, Trinkkultur. Ne? Schon als Jugendlicher lernst du zu trinken. Und wenn du irgendwo hingehst auf eine Feier, wenn du dich mit Leuten triffst und so, da musst du einen mittrinken. Ne? In Deutschland ist Bier wichtig und Korn und was weiß ich alles. In Russland ist Wodka. Ne? So. Soviel ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber früher haben die Russen sehr viel Wodka getrunken. So viel, da kann man nicht mithalten. Ich war mal als Teenager in Paris. Damals konnte man noch trampen, sagte man. Heute siehst du das nicht mehr. Aber so in den 80er, Anfang der 80er Jahre, 70er und Anfang der 80er Jahre, so konnte man sich einfach an die Straße stellen, den Daumen raushalten und dann hat ein Auto angehalten. Manchmal musste es ein bisschen warten, manchmal musste es stundenlang warten im Regen, aber normalerweise ging es schneller und dann haben sie sich ein Stück mitgenommen auf dem Weg. So, auf diese Weise bin ich nach Paris gekommen. Mit alles umsonst. Und war mit einer Freundin unterwegs. Ja, und in Paris, da sind wir irgendwie auf eine ganze Gruppe getroffen von jungen Menschen auch, die mit einem Wohnmobil unterwegs waren. Und da, wir haben irgendwie auf der gleichen Wiese geschlafen oder so. Und morgens haben die uns angesprochen und gesagt, hey, lass uns ein Spiel machen. Dann haben wir im Kreis gestanden, also erst haben wir ein bisschen gesprochen, dann können wir ein Spiel machen. Und das Spiel war, ich habe vergessen, was das Spiel war, muss ich irgendwas machen. Aber die Sache war, nach jedem, was man da gemacht hat, musste man einen Schluck aus einer Flasche nehmen. Und das war, nach drei Runden war ich ausgeschieden, weil ich konnte nicht mehr stehen. Und die konnten das ewig weitermachen. Ja, jedenfalls, unsere heutigen Kulturen sind Trinkkulturen. Und dann kommen noch andere Sachen dazu, Marihuana und Haschisch und dann noch andere Sachen. So, dass man das niedere Bewusstsein, was man schon hat,
was schon auf der schweinischen Ebene ist, wo man seine Sinne überhaupt nicht kontrollieren kann, dass man noch ein bisschen darunter kommt. Und wenn man die ganze Nacht in der Kneipe war, nicht mal in der Lage ist, alleine nach Hause zu gehen. So, weitere Betäubung. So, wie ist es in dieser Situation möglich, in einer Gesellschaft spirituelles Wissen zu vermitteln? Das wird noch nicht mal im Ansatz als irgendwas Relevantes empfunden. Was soll das sein? Okay, wenn du mir was erzählst von, wie man besser Geld verdient, wie man seine Gesundheit erhält, wie man dies und jenes erreicht, wie man anständiges Leben, lebt ja anständig auch nicht, aber ja, wie man über die Runden kommt, wie man angesehen ist, ja, das ist relevant für mich. Aber dieser spirituelle Quatsch, woran glaubst du denn? Was hast du denn genommen, dass du an solche Sachen glaubst? So ist sehr schwierig, spirituelles Wissen einzuführen. Was zu sprechen davon, eine spirituelle Praxis aufzunehmen. Dazu braucht man ein höheres Verständnis und einen Geschmack schon mal. Ein Vertrauen, ein Gefühl dafür, das ist gut für mich, das bringt mir was. So, dies wird erreicht durch Sankirtan, durch Klangschwingung, durch das Hören spiritueller Klangschwingung, Shravanam, und durch das Produzieren von spiritueller Klangschwingung, Kirtana. Das ist die Art und Weise, wie Krishna es vorgesehen hat, wie Chaitanya Mahaprabhu es vorgesehen hat, wie in der heutigen Gesellschaft, in der heutigen Welt, wie die Menschen spirituelles Wissen und eine spirituelle Kultur aufnehmen können, indem sie spirituelle Klangschwingung hören und dann irgendwann angesteckt werden davon und das auch produzieren. Das geht nur in Gemeinschaft. Das ist nicht einfach so, dass man ein Buch liest und dann macht man das. Vielleicht. Diese Bücher haben eine besondere Wirkung, weil sie auch Shravanam sind, wenn du das liest. Es wirkt auf dein Bewusstsein, auf spirituelle Art und Weise. Wenn du so ein Buch liest, selbst wenn du es zum ersten Mal liest, es hat eine direkte Wirkung auf deine Seele. Es durchdringt alle Schichten des Bewusstseins, alle physischen, mentalen, feinstofflichen Schichten, berührt direkt deine Seele. Je nachdem, wie viel Kontakt du hattest in der Vergangenheit mit der spirituellen Energie, desto leichter ist die Seele wach zu machen. Aber es wirkt immer. So ein bisschen zu lesen aus diesen Büchern kann Wunder bewirken. Wie in meinem eigenen Fall. 3 Kapitel. Ohne intellektuell viel verstanden zu haben. Es hat irgendwie auf meine Seele gewirkt. Und das Besondere im Bhakti ist ja auch ein wesentlicher Aspekt im Bhakti ist, dass du, selbst wenn du nicht in der Gemeinschaft von Devotees bist, du praktizierst Bhakti nie alleine. Sondern es ist immer, weil mit Bhakti kommt Krishna, ist diese Gemeinschaft da. Bhakti bedeutet Gemeinschaft mit Krishna. Und Bhakti bedeutet, wenn die Seele das einmal aufgenommen hat, das Hören, vielleicht eine Seite gelesen hat im Buch oder einmal den Maha-Mantra gehört hat, vielleicht auf einer Schallplatte, gibt es ja nicht mehr, im Streaming oder so, in einem YouTube-Video, und dann das noch ein bisschen länger hören will. Ah, das ist ja interessant. Oh, hört sich gut an. Oder so. Oder einen spirituellen Gedanken weiter verfolgen möchte. Ein bisschen näher kennenlernen möchte. Das bedeutet, es ist ein klein bisschen Geschmack da. Krishna erwidert das sofort. Mehr. Gib ihm mehr. Andere Möglichkeiten. Sein Leben oder ihr Leben ein bisschen umgestalten, um ein bisschen reiner zu machen, bessere Umstände, in Kontakt zu bringen mit Devoten oder was auch immer, was gerade hilfreich ist, um weitere Inspiration zu geben, noch mehr in Kontakt zu kommen mit spirituellem Wissen.
Ne, sobald jemand diesen Vorgang des Bhakti-Yoga auch nur angefangen hat, ist Krishna als Beschützer schon da. Und das wird in dieser Geschichte, die Shukadev Goswami nun erzählen wird, bestätigt. Ne, der letzte Kanto, die letzten Kapitel, war das erste Kapitel im sechsten Kanto, davor war der fünfte Kanto. Ende des fünften Kanto war alles über höllische Planeten. Was Menschen, die schlecht gehandelt haben, die sündhaften Aktivitäten nachgegangen sind, ob sie es wussten oder nicht, ob sie es wollten oder nicht, sie sind dafür verantwortlich. Es muss eine Reaktion geben. So, dann wurden die höllischen Planeten beschrieben, wo diese Reaktionen beschrieben werden. Alles im Leben, alles im materiellen Kosmos auch, hat seinen Sinn. Es geht darum, dein Bewusstsein zu erheben. Wenn du etwas Schlechtes gemacht hast, ist es die Aufgabe des Daseins, des Lebens, dir zu zeigen, dass das schlecht war. Vielleicht verstehst du das gar nicht. Oder du weißt irgendwie, dass es schlecht war, aber es ist dir egal. Nein, es kann dir nicht egal sein. Wenn du das am eigenen Leibe erfährst, dann verstehst du, das ist nicht so gut. Deswegen gibt es Karma. Karma ist einfach, um das Verhalten der Menschen zu korrigieren. Ich habe Verantwortung. Es tut weh, wenn ich dies oder jenes einer anderen Person zufüge. Okay, das hast du nicht verstanden. Später in deinem Leben oder im nächsten Leben bekommst du das zu spüren. Du verstehst es nicht gut, das zu tun. Es tut weh. Es ist schmerzhaft oder sonst wie leidvoll. Die menschliche Gesellschaft ist eine Gemeinschaft. Oder es ist nicht nur die menschliche Gesellschaft. Alle Lebewesen ist eine Gemeinschaft. Wir sind nicht getrennte Lebewesen, unabhängig voneinander. Alles, was ich tue, hat direkt eine Einwirkung, früher oder später, auf andere. So, als Mensch kann ich mir dessen bewusst werden. Und ich habe die Aufgabe, mir dessen bewusst zu werden. Ich habe diese Verantwortung. So, für diejenigen, die diese Verantwortung grob, auf gröbste missachten und viel Leid anderen zugeführt haben, dafür gibt es die höllischen Planeten. So, als Maharaj Parikshit davon hört, fragt der Shukadev Goswami, was kann man tun? Wie können wir die Menschen davon retten? Das ist Vaishnava-Gefühl. Ein Vaishnava fühlt sofort, Maharaj Parikshit hatte keine Probleme. Er hat nicht sündhaft gehandelt. Er würde nicht in die Hölle gehen müssen. Er war darauf, in die spirituelle Welt zu gehen. Aber er hat sich gefragt, ja, und die anderen, wie können die gerettet werden? Ich möchte nicht, dass sie in die Hölle gehen. So, daraufhin sagt Shukadev Goswami, er schlägt erstmal etwas anderes vor, eine Art Prüfung für seinen Schüler. Ja, man kann Bußen und Entsagung machen in diesem Leben und dadurch kann man alle sündhaften Aktivitäten zunichte machen. Man kann dafür büßen in diesem Leben. Das gibt es. Das ist Teil der kosmischen Gesetze. Und dann braucht man nicht in die Hölle zu gehen. Aber Maharaj Parikshit sagte, aber es ist nutzlos, weil derjenige, der zur Beichte geht und Bußen macht in einem religiösen System, wie man das in der Kirche kennt, im Beichtstuhl, da ist der Priester da, und in der evangelischen Kirche gibt es das gar nicht, in der katholischen gibt es das. In der russisch-orthodoxen gibt es das, Beichten, ja, gehen Sie dahin, ja. Ganz alleine und im Vertrauen, im Geistlichen, das Antwort, ich habe das und das gemacht, ich bitte um Vergebung und dann, ja, mach dies und das und mach das nie wieder und so weiter und dann bist du davon befreit. Okay, aber nächste Woche wieder ist das schon wieder da. Ja, was ist dies? Ja, ich habe es wieder gemacht. Und durch Bußen und Entsagung wird die Seele nicht gereinigt. So, deswegen fragt Maharaj Parikshit, wodurch wird die Seele denn gereinigt? Was kann sie tun, dass sie nicht nur ihre Sünden los wird, sondern ihre Neigung für alle Zukunft irgendwie sündhaft zu handeln, dass das rausgeht, dass das Ego sich auflöst?
dass sich das Bewusstsein erweitert, dass sich Gefühl und Empathie für alle Lebewesen manifestiert. Und nun beginnt Shukadev Goswami Bhakti zu erklären. Und zuerst erzählt er diese Geschichte von Ajamil. Die meisten, diejenigen von euch, die schon ein bisschen länger dabei sind, kennen diese Geschichte. Diejenigen, die noch nicht so lange dabei sind, ich erzähle sie ganz kurz im Zeitraffer. So, Ajamil handelte also sündhaft in seinem Leben und dann am Ende seines Lebens. Er hatte 10 Söhne und der jüngste Sohn, der war noch sehr klein, als Ajami schon sehr alt war. Und der jüngste Sohn, sein jüngster Sohn, das war sein liebster Sohn, da war er total angehaftet an diesem Sohn. Und er rief ihn immer und wollte immer mit ihm zusammen sein. Und sein kleiner Sohn liebte ihn auch über alles. Und er nannte seinen kleinen Sohn Narayan, den Namen Narayan gegeben. So, dann als der Tod kam, als Ajamil hat es gar nicht gemerkt erst, er war schon so schwach, irgendwann kam der Tod und er lag im Bett und war dabei zu sterben. Und das, was dann passiert, was nur die Seele sieht, die gerade den Körper aufgibt, aber nicht die Verwandten, die eventuell drumherum sind, die sehen das nicht. Er sah auf einmal die Yamadutas kommen. Das sind Gestalten, Wesen aus einer anderen Sphäre, die kommen, um einen Sünder abzuholen, die ihn mit Ketten binden, mit Seilen festbinden und die Seele aus dem Herzen rausreißen und mit in die Hölle nehmen zur Bestrafung. So Ajamil sah die kommen. Und aus seiner Angst, da er sich immer mit seinem Sohn beschäftigte, war das Einzige, was ihm einfiel, er sah auch seinen Sohn gleichzeitig in der Nähe spielen, rief er Narayan, laut und nochmal. Ich bin nicht sicher, vielleicht auch nur einmal Narayan. Ha? Ja, Prabhupada hat das einmal gesagt, da hat irgendjemand eine Klasse gegeben, dreimal oder? Nein, einmal. Er rief Narayan. Und während er Narayan rief, seinen Sohn, weil er diesen Namen voller Inbrunst aussprach, in voller Aufmerksamkeit, erinnerte er sich an die Zeit, als er jung war und Bhakti praktizierte. Er erinnerte sich an den ursprünglichen Narayan, an die höchste Persönlichkeit Gottes. Und in dem Moment hatte der heilige Name Narayan seine volle Wirkung. Und im Grunde war diese Situation, dass Ajamil am Ende seines Lebens sich an den heiligen Namen erinnern konnte und dadurch an die höchste Persönlichkeit Gottes erinnern konnte, sich an Narayan, an Krishna erinnern konnte. Das war ja von Krishna arrangiert worden. Okay, Ajamil hatte eine Schwäche in seinem Leben und so weiter, aber und er hat Krishna vergessen, hat Narayan vergessen. Aber Krishna hat ihn nicht vergessen und hat dafür gesorgt, dass am Ende seines Lebens, dass er einen kleinen Sohn haben würde, an den er angehaftet sein würde und dass er ihm den gleichen Namen geben würde, einen göttlichen Namen geben, einen Namen Gottes geben würde. Narayan hatte diese ganze Situation, Krishna hat diese ganze Situation arrangiert. So, die Yamadutas waren da, aber weil Ajamil Narayan chantete und sich an Narayan erinnerte, kamen auf einmal auch die Vishnu-Dutas, das sind die Gesandten Vishnus, Narayans, und verbaten den Yamadutas, die Seele Ajamils mitzunehmen. Die Yamadutas kennen nur materielle Gesetze. Sie sind perfekt im Verständnis des Gesetzes von Karma. Sie arbeiten unter dem Halbgott Yamaraj, den Herrn des Todes. So, und ihre Aufgabe ist, die Menschen, die schlecht gehandelt werden, vor dieses Gericht zu bringen und dann werden sie abgeurteilt, kriegen ihre Strafe. Sie kannten keine andere Situation. Sie haben noch nie Vishnu-Dutas gesehen. So, die Vishnu-Dutas kamen, himmlische Wesen, nicht himmlische Wesen, spirituelle Wesen aus der spirituellen Welt, um Ajamil zu retten.
weil Ajamil den Namen ihres Herrn gerufen hat. Das war das Signal für sie, da gehen wir hin, den holen wir ab in die spirituelle Welt. Und da waren die Yamadutas. Natürlich sind die Vishnu-Dutas stärker. Und die haben den Yamadutas gesagt, stopp, der gehört nicht zu euch. Und die Yamadutas protestieren, wer seid ihr? Was macht ihr hier? Der hat schlecht gehandelt, den müssen wir mitnehmen. Das ist seine Strafe. Ne? Wir sind die Polizei hier, wir nehmen ihn jetzt mit. Ja, aber es gibt eine höhere Gerichtbarkeit. Die Vishnu-Dutas erklärten ihn, das ist alles schön und gut, aber da er den heiligen Namen des Höchsten angerufen hat, zum Zeitpunkt seines Todes, wird er nun in die spirituelle Welt gebracht. Ja. Shukadev Goswami erzählt diese Geschichte, um zu verdeutlichen, dass ein kleiner Anfang in Bhakti einen vor den höllischen Planeten retten wird. Es gibt schon Vers, wo kommt der her? Dass ein wenig Fortschritt einen von den... Wo kommt der her, der Vers? Ja, ein wenig, richtig, Bhagavad Gita, ziemlich am Anfang, da sagt Krishna, nur ein wenig Fortschritt auf diesem Pfad kann einen vor den größten, vor der größten Gefahr retten. Die größte Gefahr ist, dass du wieder in den materiellen Sumpf herunterfällst. Du fällst nicht mehr in den materiellen Sumpf rein, sobald du Bhakti-Yoga angefangen hast. Du kannst nochmal bedeckt werden bis zu einem gewissen Grad, um dich zu belehren, aber du kannst nicht, du bist nicht letztendlich verloren. Ne? Später wird Krishna in der Gita sagen, selbst wenn du der größte Sünder bist, wenn du auf dem richtigen Pfad bist, verkünde kühn, o Arjuna, dass mein Geweihter niemals vergeht. Ich bin immer bei ihm. Und ich lasse ihn vielleicht noch ein bisschen leiden, vielleicht habt ihr dieses Gefühl, dass ihr manchmal noch ein bisschen leiden müsst, damit sie noch ein bisschen mehr Antrieb haben, mehr zu machen, sich daran erinnern, ich bin in der materiellen Welt, ich sollte den regulierenden Prinzipien folgen, ich sollte noch mehr Zuflucht nehmen. Aber im Grunde kann ein Geweihter niemals vergehen. Und Shukadev Goswami erzählt dieses Beispiel dafür, dass Maharaj Parikshit und mit ihm die ganze Welt, wer immer das Bhagavatam liest oder hören wird, versteht, wie glorreich der Vorgang von Bhakti ist. Selbst wenn du ein Anfänger bist, du hast das Schlimmste hinter dir. Und Krishna wird immer bei dir sein und dich persönlich in die spirituelle Welt zurückführen. Alle Arrangierungen machen. Natürlich musst du selbst auch wach werden. Du musst mitmachen, du musst den Vorgang aufnehmen. Aber Krishna wird immer da sein, um dich zu retten, um dich wieder auf den Weg zurückzuführen. Und dafür wurde diese Geschichte erzählt. Es gibt uns Zuversicht auf dem spirituellen Pfad, das macht uns Hoffnung. Weil auf dem spirituellen Pfad, ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl habt, ich hatte das oft, manchmal ist es aussichtslos. Ich mache keinen Fortschritt. Schon so viele Jahre Hare Krishna chanten und immer noch die gleichen Dummheiten machen, immer noch mit dem Geist kämpfen, immer noch dies oder das oder jenes. Nein, aber deine Zukunft wird glorreich sein. Und es gibt keine Möglichkeit, dass deine Zukunft nicht glorreich ist. Deswegen gib alles auf. Und ergib dich einfach mir, sagt Krishna. Das ist das Letztendliche. Und zu diesem Punkt möchte uns Krishna hinführen, dass wir ganz mit ihm zusammen sein können. Aber selbst wenn der Punkt noch nicht erreicht ist, Krishna ist da, um dir zu helfen. Krishna ist als Bhakta Vatsala bekannt. Er gibt alles andere auf für sich selbst, was ihm selber wichtig ist. Nur um seinen Geweihten zu retten. Nur um seinen Geweihten zu retten. Und zwar nicht nur seinen reinen Geweihten zu retten, sondern jeden.
euch alle. Ja, so, dazu ist diese Geschichte da. Das ist einer der Hauptpunkte. Irgendwelche Fragen oder Kommentare? Ha? Jetzt schon. Ist Prasada. Okay, wir können mal Prasada weiterreden. Gantara Chimad Bhagavatam Ki Jaya Prabhupada Ki Jaya.